Ja, und damit willkommen zurück zu Titan Quest Immortal Throne. Wir sollen jetzt für Leonidas gucken, ob in der Stadt irgendwo noch Monster sind. Ja. Erstmal holen wir uns allerdings hier das Portal ab. Ja, danke. Und hier sind auch noch so ein paar komische Rattenmenschen. I beg of you, please help. Our leader is besieged by monsters in the catacombs under the Acropolis. If he dies, then the rest of the world may suffer the same fate. Please, go beneath the Parthenon. Save him quickly. Okay. Na, die Rattenmenschen kriegen wir jetzt ganz gut platt. Wir haben jetzt hier auch ein bisschen Verbündete. Vermutlich mal wieder eher. Naja, eigentlich geht's. Also, ich glaube, in dem Spiel hier waren die NPCs nicht ganz so nutzlos wie in anderen. Also wenn ich da an Diablo denke, wo die halt wirklich nur dazu da sind, zu sterben, damit es ein bisschen dramatischer wird. Hier kämpfen die tatsächlich und, ja, sterben, aber nicht immer. Aber so ein paar Rattenmenschen kriege ich noch klein. Das Dach war gerade irgendwie ein bisschen im Weg, aber egal. Und wieder Gorgonen. Naja. Ich weiß nun nicht, wo es hier wirklich weitergeht. Hier irgendwo am Rand. Okay, dieser Profaner hat da irgendwie so ein bisschen Feuer gemacht. Auch nicht schlimm. Das Gold nehme ich mit, der Rest kann liegen bleiben. Hier vielleicht? Hier geht's irgendwie weiter. Das könnte gut sein. Man hat halt hier wirklich ein recht schönes Setting, finde ich. Und da geht's rein in die Akropolis. Da wollen wir noch hin. Katakomben Level 1. So, so. Das ist also ein etwas größeres Dungeon scheinbar. Wobei, wir haben ja hier in dem Spiel nicht so richtig so Ladebildschirme, Levelübergänge und so. Es ist ja immer alles am Stück. Was ja auch ganz cool ist. Oh je. Die Untoten hier sind auch schon wieder stärker geworden. Also, was ist stärker geworden? Sie machen dann mehr Schaden. Also es ist natürlich schon so, dass hier die Übergänge so von so Höhleneingänge sind ja markiert auf der Karte. Also unterteilt ist das Ganze natürlich schon, aber man hat halt nicht ein Portal in die nächste Karte, wo erstmal geladen wird oder so. Sondern man hat das jetzt wirklich so ein Stück. Hier geht es, glaube ich, runter in die Ebene 2. Ich weiß es gar nicht. Level 11. Na, Level 2 natürlich. Die benutzen ja hier römische Zahlen. Ich weiß gar nicht, ob die Griechen
was die Griechen für ein Zahlensystem genau hatten. Muss ich jetzt sagen, ist nicht so mein Fachgebiet. Hier war da noch mal was drin in den blöden Särgen. Nicht nur irgendwie grüne Luft und Fallen. Blöde Schlangen, habt das noch nicht gelernt? Ihr sterbt, wenn ihr mich angreift. Ich muss wohl auch andersrum, okay. Ja, hier lang geht's weiter. Ihr könnt ja mal sagen, ob ihr überhaupt wollt, dass ich noch das ganze Gold und so immer aufhebe. Ja, so richtig problematisch ist das mit dem Gold aktuell ja bei mir nicht. Ich nähere mich, glaube ich, der Million. Ja, 919.000 und ich nähere mich dem vollen Inventar. Bevor das passiert, ab nach Athen. Oh, es ist Nacht draußen. Okay. Aber hier muss doch irgendwo noch ein Händler sein, oder? Irgendeiner, der mir Zeug verkaufen oder besser gesagt abkaufen kann. Niemand? Wirklich? Ach doch, da oben. Ich war nur in die falsche Richtung gegangen. Ich dachte schon. Hail, Warrior! I have the finest goods in Athens. You will find none better. So, der Rest sind alles irgendwelche Reliquien oder Monsterchaunts oder so. Athena guard you. Die behalte ich natürlich, auch wenn ich einen Teil wirklich nie benutzen werde, aber ich habe halt so diesen Sammeltrieb, also auch so Upgrade-Steinchen in anderen Spielen oder so, alles aufgehoben, alles immer aufbewahrt. Die Jugendes Embroidered Mantle of Insight, so. Ja gut, dass das Intelligenz erforderte, war ja irgendwie klar. Das finde ich halt echt zum Beispiel in Torchlight 2 besser gelöst. Da sind die Anforderungen, also die Item-Anforderungen sind immer entweder bestimmte Skills, also Attribute halt das übliche, erfordert 105 Stärke und 37 Geschicklichkeit. Aber es gibt halt immer noch alternativ eine Level-Anforderung. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie ein cooles Ding findet, was für einen ganz gut wäre, aber jetzt irgendwie theoretisch Intelligenz erfordert, kann man auch einfach ein bisschen warten und stattdessen hat man das Level. Ist natürlich so, dass man, wenn man auf das Item quasi spekuliert, hat man es schneller, wenn man die Attribute erfüllt. Aber man kann eben auch einfach warten. Ich glaube, die allerstärksten Legendären haben irgendwie eine Levelanforderung, die sich nicht erfüllen lässt. Da muss man die Attribute haben, aber sonst... Wie gesagt, fand ich das eine sehr interessante und sehr geschickte Lösung dieser Sache. Weil es halt blöd, wenn man spielt und was Cooles findet und dann aber... irgendwie theoretisch jetzt für mich zum Beispiel in Intelligenz Punkte tun müsste, die ich überhaupt nicht haben will. Gesundheitstränke habe ich jetzt eigentlich wirklich genug.
Ich glaube, wenn die Stacks zu hoch werden, fängt es auch an, irgendwie Lags zu verursachen, aber ich glaube, der Punkt, an dem ich jetzt bin, ist dann auch recht moderat. Aber ich lasse jetzt mal die ganzen Särge zu. Ist doch eh nichts drin, was ich wirklich haben will. Frostfalle, auch kein Problem, leicht auszuweichen. Und schon sind wir in Ebene 4. Fragt mich jetzt übrigens nicht, wie tief das hier geht. Es könnte sein, dass Ebene 4 die letzte ist, vielleicht geht es auch noch tiefer. Uah. Überhaupt nicht mehr auf meine Lebenspunkte geachtet. Oh, mein Wolf ist tot. Naja. Dann jetzt halt ohne Wolf. Es wäre natürlich lustig gewesen, dann irgendwie vorm Endgegner zu stehen mit dem Wolf noch, aber ja, klappt natürlich nicht. Also. Sind wir halt jetzt wieder alleine. Ist mein armer kleiner Tank weg. Aber er hat halt... Es war irgendwie komisch. Also manche Male, wo ich halt gespielt habe, habt ihr auch gesehen, hat der Wolf lange überlebt. Der hat ja jetzt auch, seit ich ihn nicht mehr geskillt habe, hat er recht lange überstanden. Aber manchmal hatte er dann auch wiederum Phasen, wo ich den jede Gegnergruppe nachcasten musste, weil er immer gestorben ist. Und ja... Das war dann natürlich nicht so spaßig. Oh, komische blau leuchtende Dinger. Die mich einfrieren und verlangsamen. Das ist natürlich böse. Das müssen wir unterbinden. So. Aber ich glaube, wir nähern uns jetzt dem Endgegner. Also dieses Dungeons. Ja, Alistair, Scourge of Acheron, irgend sowas. Der Böse halt. Ich kann es mir nicht leisten, wirklich Schläge mit ihm auszutauschen, aber hat noch hingehauen. Gut. Deine Skelette sind nicht verschwunden. Ist ja doof. Aha. Ich meine, dass ich den Boss hier auch relativ viel gefarmt hatte, oder ja, ein bisschen zumindest. Denn bei dem hatte ich halt beim ersten Durchlauf auch schon beim ersten Mal aus der Truhe halt blaues Zeug bekommen und dachte mir dann, oh, der droppt bestimmt voll viel davon. Ja, Pustekuchen hat er natürlich nicht so richtig, aber... You can't carry anymore. Das... fürchte ich, glaube ich, auch. Nein, ein bisschen geht. Ganz klein bisschen kann ich noch... Ein weiteres Item kann ich noch mitnehmen. Jetzt kann ich nichts mehr tragen. Mit dem alten Mann da hinten reden wir dann auch erst, wenn hier alles fertig ist. Hail, Warrior! So, den Mantel brauche ich natürlich nicht. Bei dem Zeug möchte ich jetzt natürlich zumindest mal gucken, was die blauen Gegenstände sind, die ich gefunden habe. Okay, Wardstone. Ja, das nehme ich dann irgendwie auch mal mit. Das hier kann weg. Und das hier kann weg. Das auch. Nekromantenbeinschoner.
Ja, ne, kann auch verkauft werden. Ja, doch, brauche ich nicht. So, wo ist denn hier? Farewell! Gibt es denn hier nicht auch irgendwie den Typen, der mir Items auseinanderschrauben kann? Ja, hier bist du doch. Love the relic? Lose the weapon! So, ich verliere jetzt den Ring, aber ich kann meinen, meinen Charme behalten. Hier, diesen Halbmond oder Sichelmond. Kann er einfach in den anderen Ring packen. Is that all? Ja. Das ist alles. Kann das Ding in den anderen Ring packen. Ja, möchte ich. Und ausrüsten. Tada. Ist jetzt eher defensiv, aber ist auch gut für meine Energie. Also von daher. Karawanentypen sehe ich gerade nicht, also bleibt das Zeug jetzt erstmal bei mir. Danke, ich möchte gern nicht nur in das Portal reinlaufen, sondern es benutzen. Das macht irgendwie einen Unterschied. Mysterious Warrior, by saving my life, you have done more than you know. I lead the Order of Prometheus in Athens. We are an ancient order, charged with the safekeeping of the mortal realm. What you have heard is true. The force behind these monsters is a powerful being, a lesser titan known as a Tilkeen. The titans are an ancient race of gods, much older than Zeus and his brethren. They once had absolute power, all creatures followed their rule. Eventually, the gods created humans and gifted us with intelligence. We defied the Titans on many occasions, and they were determined to destroy us. The gods resisted, refusing to let their greatest creation be destroyed, and a great war ensued. It seemed as though the Titans would triumph. However, a few bold warriors and heroes aided the gods. They banished the Titans to a nether realm. We believed that all the Tilkeens were banished with them. It seems we were wrong. The Tilkeen is now bound for Knossos on the Isle of Crete. We fear that he plans to destroy a sacred artifact which we have guarded for ages. This artifact keeps us in contact with the godly realm. If it is destroyed, there's no telling what will happen. You have to stop him. Go to the docks here in Athens. You will find an agent of our order who will arrange your passage to Crete. Hurry! The fate of the world is in your hands. Ja, interessant. Ein bisschen Story. Hier gibt es noch ein bisschen Leute. Okay, und genau, hier geht's zu den Docks. Im Hafen, Anlegestelle. Es regnet gerade recht heftig. Ich hoffe, ihr hört das nicht. Ich weiß nicht, wie laut das im Mikro rüberkommt. Hier sind auch noch Gegner. Ich hätte gedacht, hier wäre es sicher. Scheinbar nicht. Ja. Ja, ihr dürft alle mal kurz sterben, danke. Und nie im Feuer stehen bleiben, das sollte man sich sowieso merken. Aha. Phaedrus sent you? You're the one he's sending to Knossos? Incredible. I am the Promethean agent he spoke of. Phaedrus knows what the Tilkeen did to my family, my village, and he still won't let me seek my revenge. Instead, he sends you, while dispatching me on a mission to the east. I am duty-bound to follow his orders. I hope Phaedrus knows what he is doing. I suppose I wish you luck. I will see that Tilkeen dead, one way or another. I'll show you to your ship. Der Kapitän ist hier direkt daneben, also von daher
Auf nach Knossos. Ja, und damit sind wir am Strand von Knossos. Ich will mal gerade gucken, ob die Stadt hier direkt ist oder ob es noch viele Gekämpfe ist. Kurz ein paar Meter laufen. Village of Heraklion. Okay, das dürfte dann nebenbei. Welcome, Stranger. All is not well here in Knossos. Last night something passed by here. We felt it, though we could not see it. Now everything has gone into chaos. Horrible creatures appeared. The ground shook, and an evil fog moved in off the sea. Many of us have fallen mysteriously ill, and our healer, Xanthippus, is up in the hills. Nobody has seen him for 2 days. Okay. Die brauchen also ihren Heiler. Aber has something to store? Nein, Moment. Travel lightly. Zuallererst mal weitere Once, long ago, the cruel tyrant Leucus seized the throne in Knossos. His bloody reign came to an end when a servant poisoned him. Some tell tales of his skeleton rising from its tomb, nestled in Triton's Ridge. Okay, noch mal so eine Nebenquest mit irgendwo Untoten. Kennt man ja. Hatten wir ja schon mit den untoten Prinzen. My shop is a shadow of its former glory. We've fallen on hard times here. Still, perhaps I can help you. Come again. Okay, ehe dass ich jetzt tatsächlich noch Ingame-Millionär werde. Caravan storage! Erhöhe ich einmal noch die Größe meines Lagers. So, da habe ich jetzt 2 von. Den Bogen habe ich einmal fertig. Das Ding hier. Auch keine weiteren von. Den goldenen Vlies habe ich fertig. Also einmal halt, ne? Okay, hier ist nur noch ein Halbmond. Das ist gut. Und noch ein Blitz. Auch nett. Noch so ein mechanisches Teil. Und eine Wildschweinhaut. Sehr gut. Und den Bogen hier kann ich jetzt auch ausrüsten. So, es war ja so in dem Spiel hier. Ihr seht, wenn ich den Bogen hier wegnehme, der bringt mir halt 14 Geschicklichkeit dazu. Die brauche ich auch, damit ich den türkisenen Bogen ausrüsten kann. Alright. Und weil ich ihn jetzt quasi nicht mehr ausrüsten kann, habe ich ihn nicht mehr. Das heißt, ich muss noch einen Level abwarten, dass ich die Geschicklichkeit habe. Ihr seht, 147 habe ich. 148 brauche ich. Ist halt doof. Aber immerhin recht knapp. So, was wollte ich jetzt noch? Ich war eigentlich fertig, ne? Ja. Oder hat mir das Ding... Nein. Die Reliquie bringt mir keinen Geschicklichkeitsbonus. Das heißt, das kann ich nicht machen. So, dann soll es auch gewesen sein für diese Aufnahme. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Titan Quest. Tschüss.